Müller macht's, wir sind in Losheim. Der Fabia 4, aber nicht in irgendeiner Version, sondern mit Metallic-Lackierung in der Ausstattung Tour. Mit Display, großem Display mit drin, mit aktivem Spurhalteassistent, Full-LED-Licht. Also richtig viel Ausstattung für Gewerbetreibende für 135 Euro ohne Anzahlung und ohne Restzahlung. Mit 10.000 Kilometern und 4 Jahren Laufzeit. 135 Euro, Mirko, für Gewerbetreibende, zuzüglich Mehrwertsteuer. Das ist ja ein Hammer, aber es kommt noch besser, inklusive Mehrwertsteuer für Endkunden. Das heißt, gleiche Bedingungen, keine Anzahlung, keine Restzahlung, Kilometer-Leasing, kein Restwert-Leasing. 179 Euro, Alan. Genau, morgen, hallo. Ja, genau, also 179 Euro haben wir hier im Angebot für den Fabia Tour. Für Privatkunden 48 Monate, 10.000 Kilometer pro Jahr. Das Ganze lässt sich natürlich variabel anpassen. Ausstattung Bombe hast du gerade eben schon erwähnt. Also Fabia Tour, LED-Scheinwerfer, also Full-LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik, Sitzheizung vorn, Frontradarassistent, 5 Jahre Garantie. Fünf Jahre Garantie bis 50.000, deswegen mit 10.000 kommt das gut hin. Kann man auch noch anpassen, also das Angebot ist in den Stein gemeißelt. Das können wir individuell mit den Kunden nochmal anpassen. Ganz wichtig, Metallic ist mit dabei. Hier sehen wir jetzt gerade Race Blau, das ist ein Beispiel. Natürlich gibt es da auch ganz viele andere Farben zur Auswahl. Wenn ich weiß haben will, das geht auch. Sag mal, was kann ich hier falsch machen? Nichts. So, Fahrzeuggröße ist Polo, das heißt, der ist praktisch auf der Basis Polo mit drauf. Aber Skoda bietet einige Gadgets, die nicht alle haben. Was ist hier ganz besonders? Gut, also die Simply Clever Details bei Skoda, ne, der Name ist Programm. Also wir haben den Eiskratzer am Tankdeckel, wir haben den Clips vorne in der Windschutzscheibe. Den zeig mal. Die einfach mal. Das ist für die das berühmte Plastikteil, wo die Kunden immer denken, da wurde im Werk was vergessen. Nein, das ist für die Parkscheibe oder das Parkticket, was hier normalerweise überall hinfliegt, nur nicht dahin, wo es soll, wenn die Tür zugeschlagen wird. Ne? Mirko, guck mal hier, der hat ganz viele Helferleinen schon an Bord. Genau, richtig. Hier drüber wird der Spurhalteassistent gesteuert. Optional gibt es natürlich auch noch eine Verkehrszeichenerkennung und weitere Assistenzsysteme sind auch noch verfügbar. Lieferzeit 2026? Nein, Gott sei Dank nicht. In diesem Jahr noch. Lieferzeit liegt aktuell circa 5 bis 6 Monate. Okay, das heißt, ich kann ihn individuell bestellen. Ist genau. Es keine Tageszulassung? Nein, der ist neu zugelassen. Also man ist in dem Fall Erstbesitzer vom Fahrzeug. 1%-Regelung, ganz wichtig für Gewerbetreibende. Wo ist der Brutto VK? Genau, Brutto VK 21.880 Euro. So, das inklusive. Heißt 210 Euro, da muss ich kein Elektroauto kaufen. Dafür das rein elektrische wäre 0,25, dann wären wir bei 40.000 Euro, bei 10.000. Aber ich glaube, so viel macht es denn gar nicht aus. Hängt ja von der Steuerklasse ab, oder? Ja, nee, so viel macht es wirklich nicht aus. Also für Gewerbetreibende ist das hier natürlich auch ein super, super Angebot und ein super Fahrzeug. So, hier sieht man, sind das Leichtmetallfelgen? Das sind Leichtmetallfelgen. Hier sehen wir auch noch das Novum bei Skoda und zwar diese Aero-Blenden. Das heißt, hier ist eine Kunststoffblende mit drauf, die den Windwiderstand von den Felgen verbessert, dafür ein bisschen weniger Spritverbrauch mit sich bringt, die Emissionen senkt und dann haben wir natürlich die Euro 6D auch ganz locker gepackt. Ne? Guck mal hier vorne, Skoda Crystal Lightning. Das ist ja vielen ganz wichtig, die sich ärgern. Du kriegst so ein Auto überhaupt noch mit H4 oder H7? Gott sei Dank nicht mehr. Also der Fabia 4 kommt in jeder Ausstattung mit LED-Scheinwerfern. Das hier sind die Full-LED-Scheinwerfer mit automatischem Fahrlichtassistent. Das heißt, da passt die LED-Beleuchtung passt ja dann auch dem Fahrprofil an. Ob man jetzt gerade innerorts, außerorts Autobahn fährt, das lenkt ja automatisch. So, der kommt auch mit diesem Spoiler hier in Wagenfarbe, die Spiegel in Wagenfarbe. Natürlich, genau. Also alles in Wagenfarbe, die Türgriffe, die Spiegel, die Spoiler natürlich. Die Air Curtains hier vorne, die bleiben natürlich in Kunststoff gehalten. Auch hier nochmal ein neues Element von Skoda, das heißt, hier sieht man ganz schön, hier geht die Luft durch. Man hat eine Aerodynamikverbesserung, das kühlt auch ein bisschen die Bremsen nochmal mit ab und ja, Windwiderstand ist alles. Leistung? 95 PS Benziner, 5-Gang Schaltgetriebe, ist jetzt ein 1 Liter Motor. Mit einem Bombenverbrauch, also unsere Kunden fahren in dem Schnitt mit ca. 4,5 bis 5 Liter. Zeig mal bitte, denn wir haben beides mal ausgedruckt. Das ist WLTP, NEFZ? Das ist jetzt NEFZ, also die, der neue europäische Fahrzyklus, der gar nicht mehr so neu ist. Also hier reden wir kombiniert von 4,6, klar, das sind Laborbedingungen, aber trotzdem
ist das alles machbar mit dem Fabia. Was krass ist das Leergewicht. Nur 1,1 Tonnen. Das heißt, die haben das Fahrzeug so abgespeckt, dass es immer leichter wird. Ganz genau. Also obwohl der Fabia gewachsen ist in der Länge, ist er trotzdem nochmal, hat er ein bisschen abgespeckt, wie du schon gesagt hast. Und das Ganze geht natürlich auch nochmal auf den Verbrauch. 70 Kilowatt. Also jetzt werden Leute sagen, ach, nur 100 irgendwas PS, ja. Weniger. Der geht. Der reicht vollkommen aus. Ich meine, bei dem Gewicht, ne, mit 1100 Kilo. War das wesentlich. Wenn du jetzt ein Auto mit 15 Kilo vergleichst, dann braucht er direkt mal 30, 40 PS mehr. Also ja, vor allem verbraucht er dann auch nochmal mehr. Von, also 95 PS reichen allemals aus. So, du hast WLTP hier, zeig mal bitte. Das sind so etwas realistischere Werte. Das heißt, wir liegen 0,7 Liter drüber. Mit 5 Litern, ist das realistisch? Ja, ist realistisch. Kommt man natürlich immer ein bisschen auf die Fahrweise an, aber ist auf jeden Fall machbar. So, wenn ich einen Automatikgetriebenen haben möchte, geht das? Ja, geht auch. Allerdings sind wir dann leistungstechnisch bei 81 kW, sprich 110 PS. 110 PS und er wird auch ein bisschen teurer im Leasing dann. Aber wenn einer sagt, will ich unbedingt mit Automatik haben, ist das hier so eine Version, die ihr oft verkauft, Fünfgang-Schaltgetriebe? Auf jeden Fall. Also der 95 PS ist so das Go-To oder die Go-To-Motorisierung beim Fabia. Die 110 PS sind dann wirklich schon ein bisschen sportlicher oder auch für Leute, die öfter mal längere Strecken Autobahn fahren. Dann hat man nämlich einfach den sechsten Gang nochmal mit dabei. Und wer es ganz sportlich mag, kriegt den Fabia natürlich auch mit 150 PS. Dann aus einem 1,5 Liter Vierzylinder. Spoiler hinten in schwarz? Standard. Ist bei jedem Fabia mittlerweile mit dabei. Trägt natürlich zu der Bombenoptik nochmal mit zu. Das ist gut. Also ein richtig tolles Auto, nicht nur für Fahranfänger, sondern für alle, auch für eine kleine Familie zum Beispiel, die sagt, ich brauche ein B-Auto oder auch als A-Auto kannst du das nehmen, also als einziges. Klar, sicher. Also wir haben ganz viele jüngere Familien, die das Auto halt hauptsächlich nutzen, allein schon, weil es halt budgetmäßig ist. Ich meine, wir reden von 179 Euro im Monat, die hat man auf jeden Fall über und hat ein vernünftiges Auto, was zuverlässig ist, was genug Platz hat, auch Isofix hinten hat, also das ist... 5 Jahre Garantie. Habt ihr ein Serviceangebot, was man praktisch Monat für Monat abzahlt und dann sehr günstig an das Thema Service kommt? Natürlich, man kann das Ganze auch mit ins Leasing nehmen. Es gibt Wartungspakete, Wartung- und Verschleißpakete. Also da gibt es ganz viele verschiedene, sodass man wirklich jeden Kunden damit bedienen kann. Das ist jetzt keine alte Schüssel, die kam gerade erst raus. Also das ist auch kein Facelift gewesen, oder? Nee, wir reden jetzt hier vom Fabia 4, kam ganz frisch im Oktober letzten Jahres raus. Also es ist ein ganz neues Auto, hat fast nichts mehr mit dem alten Fabia, also der alten in Anführungsstrichen, mit dem Fabia 3 zu tun. Der ja auch ganz gut war, muss man sagen. Der auch super war. Ich glaube, vielleicht die Knöpfe von den Fensterhebern, die könnten noch gleich bleiben. Ne? So, das Ganze kommt mit einem großen, variablen Kofferraum, Mirko. Zeig mal bitte, wie viel Platz wir drin haben. Wir haben ein tolles Gadget. Also Skoda zeichnet sich ja dadurch aus, dass das Thema Preis-Leistung bei euch ganz oben steht. Genau, das ist ja auch einer der Markenwerte von Skoda, also Preis-Leistung, viel Auto fürs Geld. Hier sehen wir also Variabilität, klar, soll mit rein. Das heißt, wir haben hier immer diese Kofferraum-Wendematte mit drin. Mirko zeigt dir gerade den variablen Ladeboden. Das heißt, auch die Ladekante lässt sich hier nochmal variabel einstellen. So hat man halt viele Möglichkeiten im Kofferraum, dass man das auch nutzen kann. Ne? Das ist Einkaufstaschen nicht nur hier, sondern an mehreren Stellen. Das ist der berühmte einzige Haken, den der Skoda hat, ja. So, Zoösen. Das Ganze lässt sich dann bequem umklappen. So kann ich das Laderaumvolumen nochmal massiv erweitern, Mirko. Genau, richtig. Also wir haben hier serienmäßig ein Kofferraumvolumen von 380 Litern und das lässt sich dann auf knapp über 1100 Liter auch noch ein Tour erweitern, wenn ich die Sitze noch ein Tour umklappen tue. Und da geht auch für den größeren Einkauf. Das ist ein cooler Griff. Was kann der? Da kann man sich festhalten. Zum Zuziehen. Zum Zuziehen, genau, richtig. Cool. Und jetzt haben wir beides mal umgeklappt. Das ist jetzt schon irre groß. Und jetzt kann man zusätzlich sogar noch hier den Laderaumboden, den kann man noch absenken. Oder du kannst ja Sachen reinmachen in den Zwischenboden. Also die du jetzt genau, zum Beispiel, richtig, ja. Ob Warndreieck oder egal was. Ja, Warndreieck oder irgendwelche anderen Sachen, die man jetzt nicht unbedingt so häufig benötigt. Dann hat man da eine gute Ablagemöglichkeit auf jeden Fall. Tolles Auto. Ja, wenn du mal eins zurückmachst, dann steigen wir mal zu dritt ein. Gerne. Du kannst vielleicht auf der linken Seite das machen, da kann ich dich besser filmen. Mach beide zurück. Mach beide, genau. Nur eine Hand. Einmal da, einmal da. Isofix hinten? Ja, serienmäßig. Zweimal außen. Zweimal, links und rechts, genau, auf den äußeren Sitzen. Hat der 5 Gurtplätze? Ja, ist eingetragen als 5-Sitzer, aber wie gesagt, nur für 2 Kindersitze zulässig.
So, wenn ich den jetzt 4 Jahre lang lease und sage am Ende der Leasingzeit, ich habe Interesse an dem Auto, das zu übernehmen, geht das? Natürlich, klar. Also jeder Kunde hat bei der Skoda Leasing das Vorkaufsrecht. Das heißt, der das Auto jetzt 4 Jahre gefahren hat, hat als erstes mal Anspruch für das Fahrzeug, kriegt dann von uns auch ein Ankaufangebot und kann das Auto natürlich gerne übernehmen. Kleine Macken, da gibt es einen Katalog, da steht genau drin, was er haben darf bei der Rückgabe. Also ich sag mal, ganz normale Gebrauchsspuren, wie kleine Kratzer, kleine Dellen, die sind genau definiert. Da ist nichts, ich sag mal, anschließend zu bezahlen für, nur bei etwas größeren Mängeln, oder? Klar, natürlich. Also wir sagen unseren Kunden immer, überlegen Sie sich nach 4 Jahren, würden Sie das Auto so gebraucht, einfach ohne zu verhandeln, kaufen. Und wenn da irgendwo Macken drin sind, dann muss man halt drüber reden. Ich meine, klar, wenn das Auto neu zurückkommt und sieht aus wie ein Golfball und hat überall Dellen und Macken, dann müssten wir schon natürlich drüber sprechen. Aber ich meine, wir sind jetzt keine Detektive, die da mit der Lupe rumgehen. Also wir sind da schon fair und man kann über alles sprechen. Ne? Ihr nehmt die Autos ja selber zurück. Das ist kein anonymer, der dann kommt und die aufkauft und dann möglichst jeden Schaden dann genau guckt, sondern ihr habt Interesse. Ihr schreibt Kunden auch schon mal an und sagt hier, komm, in 10, 12 Wochen ist Rückgabe, bring das Auto doch mal vorbei, wir gucken schon mal drüber. Genau so sieht es aus. Also wir treffen uns da vorher schon mal, damit der Kunde einfach auch die Möglichkeit hat, vorher sich um irgendwelche Aufbereitungen, Lackaufbereitungen zu kümmern. Natürlich, wir kontaktieren unsere Kunden vorher schon circa 6 bis 7 Monate vor Leasing-Auslauf, einfach um schon mal eine grobe Richtung reinzukriegen, ob es vielleicht ein neuer wird oder wo die Reise hingeht. Ne? So, er hat ein paar Hilfen? Ja, hinten serienmäßig, vorne gibt es optional mit dazu. Kamera auf Wunsch? Natürlich, Kamera gibt es auch auf Wunsch mit dazu. Ist bei jedem Auto mittlerweile eine sehr, sehr angenehme Geschichte. So, das Ganze ist da mit dabei. Das Auto ist sehr handig, die Länge ungefähr? 4,14 Meter. 4,14 Meter nur? Das ist nicht lang. Das ist wahr, aber reicht vollkommen aus, um bequem, sag ich mal, 4 Leute mit Gepäck noch eine Tour von A nach B zu bringen. Aber 1100 Kilo ist schon fast eine Frechheit. Also wir haben den so leicht bekommen. Ja, Leichtbau. Genau, richtig. Viel Carbon, ne Quatsch, wäre schön. Man muss dazu sagen, dass das Blech wird immer steifer und dünner. Das ist also eine spezielle Heißverformungstechnik, die VW wirklich par excellence betrieben hat. Das bedeutet, die ganzen Werkzeuge sind heiß und es wird heiß eingelegt. Dadurch kriegt das eine unglaubliche Steifigkeit. Ja. Genau, so sieht es aus. Das Ganze natürlich immer hinter dem Aspekt, dass die Sicherheit nicht leiden darf. Also Skoda hat auch hier wieder 5 Sterne im NCAP Crashtest. Auch ganz wichtig, auch immer eine Maxime von Skoda. Also das ist auch hier gegeben, trotz des sehr, sehr leichten Fahrzeugs. So, also wir machen mal auf, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Lederlenkrad ist Serie? Ja, Lederlenkrad mit Multifunktion ist bei jedem Fabia Tour mit an Bord. Also wer sich auskennt, sowas kann man oder konnte man beim gleichen Konzern auch gegen Aufpreis bestellen. Das heißt also, ich sag mal, es gab die Autos oder gibt es auch etwas spartanischer? Wir fangen beim Fabia tatsächlich mit der Ausstattung Easy an. Also das ist bei uns die berüchtigte überdachte Zündkerze. Also das ist die dann, gibt's. Die gibt's. Das ist dann absolute Basisausstattung. Aber selbst hier haben wir schon LED-Scheinwerfer mit an Bord, auch den Frontradarassistent. Die Klimaanlage fehlt dann tatsächlich, also für die Puristen. Die können wir auch bedienen hier. Die ist aber hier dabei. Also Klimaautomatik sogar. Genau, Klimaanlage zum Tour serienmäßig. In unserem Angebot ist sogar die Klimaautomatik mit an Bord. Genauso wie die Sitzheizung, die beheizten Scheiben, Waschdüsen. Also das sollte in keinem neuen Auto fehlen heute. So, elektrische Fensterheber. Die Scheiben sind getönt hinten leicht. Also das ist kein Thema. Ihr könnt die auf Wunsch natürlich noch stärker tönen für den Kunden, wenn er sagt, ich will es unbedingt haben. Genau, es gibt hier das Sunset noch mit dabei, dann sind die Farben, da sind die Scheiben noch mal ein bisschen dunkler. Und wer es ganz dunkel möchte, für den finden wir auch eine Lösung. Das können wir alles vor Ort machen. So, also ein sehr, sehr vernünftiges Auto, muss man sagen. Trotzdem sehr schick. Der hat die modernen Kanten, die die Leute erwartet haben. Der letzte war etwas runder, oder? Der war etwas runder, also ja, der war auch ein bisschen kürzer. Insgesamt hat der ein bisschen höher gewirkt. Der neue Fabia ist etwas niedriger geworden. Und trotzdem etwas breiter, obwohl er im Gesamten nachher mit den Spiegeln schmaler ist als der Vorgänger. Aber er wirkt deutlich sportlicher und liegt satter auf der Straße. So, wir nehmen mal unseren Showpraktikanten Mirko. Steig mal bitte ein. Denn das Auto, deine Größe heute? Immer noch 1,85. 1,85. Genau. Der Sitz ist höhenverstellbar, Mirko? Natürlich, selbstverständlich. Auf beiden Seiten höhenverstellbar. Auf beiden Seiten höhenverstellbar. Okay. Was jetzt Neues in Kleinwagenklassen? Wir haben hier sogar Geländewirbelstütze. Okay. Ja, gibt es im Kleinwagensegment eher selten. Also gerade auch für Vielfahrer in dem Fall geeignet. So, Kopfhöhe, sag mal. Schiebedach, also, könnte fast optional.
Schiebedach ist optional? Ein Schiebedach gibt es nicht, nur ein Panorama-Glasdach. Ein Panorama, das geht aber. Genau, richtig. Das ist auch zuzumachen, das Panorama-Glasdach? Ja, da habe ich eine Jalousie, die kann ich in dem Fall zufahren, falls dann der die Sonne zu sehr einströmt. So, Lenkrad ist höhen- und längsverstellbar? Genau, richtig. An der Seite einfach entriegeln, noch rausziehen. Ich sage das nicht ohne Grund. Es gibt viele Kleinwagen, die haben das nicht. Mhm. Die machen entweder nur die Höhe oder nur längs oder gar nichts. Ja. Also ich saß zuletzt im Ab drin, da wir selber einen hatten. Genau, glaube ich, hoch und runter, ja. Das ist so der. Damit man das gut anpassen kann. Wenn du jetzt hier zumachst, hast du hier, ich sag mal, Thema Kniefreiheit, die existiert, oder? Ja, definitiv. Also da merkt man einfach die Größe vom Fabia, dass der deutlich erwachsener geworden ist, als das, der Vorgänger dann. Geht es noch kleiner bei Skoda? Nein, aktuell nicht. Vorher noch den Citigo, aber der wurde zwischenzeitlich eingestellt. Und deswegen ist der Fabia aktuell das kleinste Fahrzeug. So, der fängt wo an? Das heißt, der UVP ist bei 21.000. Wie kriegt ihr das denn hin, das zu so einem Preis abzubilden? Wenn ein Auto jetzt, ist das der Wiederverkaufswert? Der ist relativ stabil. Also generell ist Skoda, haben die sehr gute Wiederverkaufswerte. Das spiegelt sich dann dementsprechend im Restwert wieder, sodass man da auch die günstigen Raten so zusammenstellen kann. So, es sind einige neue Sachen dazu gekommen. Textile Elemente in Grau, ganz schick geworden, oder? Genau, also die Armatur hier ist mit Stoff überzogen. Das findet sich dann ein bisschen nochmal in den Sitzen wieder und auch in den Türen. Das soll also alles ein einheitliches Bild ergeben. Das ist so ein bisschen die neue Designsprache von Skoda. Hat der eine Sitzheizung? Ja, er hat eine. Hat eine Sitzheizung? Ja, Gott sei Dank. Warte, komm, ich komme auf die andere Seite. Alan, du gehst mal bitte nach hinten. So, wir kommen mal auf die nervigen Sachen, die man erst feststellt, wenn man das Auto gekauft hat, ja, wenn es denn fehlt. Zum Beispiel, ganz, ganz wichtiges Element ist das Thema Sitzheizung gewesen. Also, dass viele dann sagen, ach, brauche ich nicht, hatten vielleicht vorher eine. Lenkradheizung hat er keine. In unserem Angebot ist tatsächlich sogar eine Lenkradheizung mit. Eine Lenkradheizung? Ja. Haben wir nicht vorher abgesprochen, oder? Nee, haben wir nicht. Der hier hat auch jetzt leider keine, ja, aber in unserem Angebot ist er, wie gesagt, mit drin. Das ist so ein Display ein bisschen kleiner, oder? Genau, also hier haben wir jetzt 9,2 Zoll. In unserem Angebot sind 8 Zoll Display mit drin, wobei das aber auch vollkommen ausreichend ist. Der hat noch nicht mal eine Klimaautomatik. Bei eurem ist dann Klimaautomatik drin. Genau, die kann ich für Fahrer und Beifahrer getrennt regeln, sodass da auf beiden Seiten optimale Temperatur auch herrscht. So, und das heißt Anschlüsse, er hat USB mit drin, USB-C schon? Hier unten, zwei Stück. Zwei Stück mit drin. So, jetzt zeige ich mal hinten, du bist jetzt unser Kind. Mit der Größe von? Genau. Ich habe mich heute Morgen mal gemessen, ich war 2,14 Meter groß. Nee, Spaß, ich habe 1,80 ungefähr und habe hier, man sieht es, immer noch ca. 5 cm Platz. Ich meine, ihr seid beide nicht klein, von daher. Was krass ist, du sitzt jetzt auch an der höchsten Stelle. Das heißt, wenn du jetzt an die Seite gehst, nur eins rüber hinter den Mirko. Dann bist du tiefer. Und du hast auch in den Sitzwagen hast du mehr Platz? Genau, ich sitze hier wirklich jetzt echt bequem. Habe die Beine jetzt nicht extrem krass angewinkelt. Also ich sitze hier wirklich sehr, sehr komfortabel hinten. Hab, wie man sieht, noch ordentlich Platz nach also vorne. Wenn der Papa mal die ganze Familie zum Fußball bringt, dann ist Platz genug, oder? Die ganze Familie, es kommt immer darauf an, wie groß die Familie ist, aber ja. Oh, ich zeig das mal gerade. Also ganz nette Helferlein sind unter anderem natürlich Parkassistenten, wenn du mal kurz rückwärts einen Gang reinmachst, mal sehen, was der drin hat. So, das heißt, die Einparkhilfe sieht man, der piepst, auf Wunsch auch mit Kamera. Kann man die mitbestellen? Genau, richtig. Kamera kann man optional mitbestellen. Also ich glaube, bei dem Betrag würde es wahrscheinlich 2-3 Euro monatlich in der Leasingrate ausmachen. Tempomat? Ja, ist serienmäßig. Optional gibt es auch einen adaptiven Abstandsassistent, der dann auch automatisch den Abstand zum Vordermann noch unterhält. So, was spricht denn, ich sag mal, für Skoda? Wir haben ja hier ein Produkt aus dem Volkswagen-Konzern, was so oder so ähnlich von vielen Partnern gebaut wird. Das heißt, ganz viel Erfahrung steckt da dahinter. Mhm. Ihr baut das nicht nur für einen Hersteller, sondern für viele. Was macht denn Skoda aus? Warum kaufen die Skoda-Leute immer wieder Skoda? Gut, ist halt einfach die langjährige Erfahrung, die viele Skoda-Fahrer auch haben. Ne? Also Ziel ist natürlich immer, ich fahre einen Skoda und das nächste Fahrzeug wird auch Nummer 1 Skoda. Mhm. Und das klappt bei uns sehr gut, ne? Weil die Kunden sehr gute Erfahrungen auch damit machen. Ist das ein Brüllwürfel auf der Autobahn, der Fünfgang? Das heißt, der dreht den immer bei 8000? Nee, der fünfte Gang ist schon so übersetzt, dass man da auch bei 130 kein lautes Dröhnen dann. Das ist wichtig, weil es gibt ja auch Autos, die wirklich so ein... Ja, der Dreizylinder ist ganz interessant. Viele sagen, och, Dreizylinder, aber das merkst du im Alltag gar nicht, oder? Nee, also der ist so laut, so gut gedämpft. Also ich kann jetzt immer kurz mal Gas geben, man hört ihn kaum. Ne? Hm.
Der ist jetzt auch ein bisschen warm geworden. Am Anfang klingt er immer ein bisschen kerniger, oder? Wenn er gerade erst angelassen worden ist. Genau, und wenn er dann nur auf Temperatur ist, dann wird er nochmal ein bisschen ruhiger. Von daher ist er ein sehr entspanntes Fahren dann auch. Das ist ein Turbo, ansonsten käme der nicht auf den Spritverbrauch, oder? Ja, also wenn man vergleichsweise die Daten nimmt von den normalen Sauger, die noch im Angebot sind, mit 80 PS oder mit 62 PS, die Verbrauchswerte liegen ähnlich. Mhm. Ja. Und mit aber dem Turbo, eine Leistung ist natürlich eine ganz andere. Also der Turbo zündet halt viel früher, dementsprechend braucht das Auto natürlich weniger Kraft, um in Bewegung zu bleiben. So, das heißt ein sparsames Auto. Tankvolumen, ich nehme an 20 Liter nur noch heute. Na, verdoppelt 40 Liter. Also 40 Liter, 5 Liter Reichweite, also man kommt realistisch zwischen 6 und 800 Kilometer mit einer Tankfüllung. Genau, optional wäre noch die Möglichkeit, damit ich auf 50 Liter sogar noch erweitern kann. Das geht? Das geht, ja. Kann ich jedem nur anraten. Er kann ja dann weniger tanken, wenn die Rechnung geringer sein soll. Genau, so ist es. So. Aber die 10 Liter, das macht viel aus. Also gerade Leute, die tankfaul sind. Ja. Habt ihr schon Kunden gehabt, wo der Sprit schlecht wird, die so wenig fahren? Nee. Schlecht geworden ist, glaube ich, bisher noch keiner. Allerdings gibt es natürlich auch wirklich Kunden, die sehr, sehr wenig fahren. Gibt es, ja. Gibt ja Leute, die zum Beispiel nur 5.000 Kilometer fahren. Kann man da noch was machen am Preis? Wenn er sagt, ich will nur 5? Also in dem Fall nicht. 10.000 Kilometer ist die kleinste Jahresverleistung, die ich anmelden kann. Wenn ich weniger fahre, kriege ich noch was zurück später? Genau, so ist es. Okay. Also im Endeffekt bekommt man noch ein paar Cent pro Kilometer dann noch ein Tour zurück. Kann man aber im Angebot dann auch noch ein Tour genau aufgliedern. So, ich guck mal gerade. Also, ihr habt auch Peugeot, ihr habt Skoda, ihr habt viele Marken. Ihr seid ein großer Händler mit vielen Niederlassungen. Wo gibt es denn noch Skoda? Skoda gibt es noch zusätzlich in Saarlouis in der Fasanenallee und hier bei uns in Losheim in der Saarbrücker Straße. Ja, es ist schön hier, wenn man kommt. Ihr habt viele Kunden auch aus Trier? Ja, aus der Trier-Richtung kriegen wir auch sehr, sehr viel. Es ist halt einfach die Nähe. Ich meine, man ist in einer halben Stunde hier in Losheim. Müller ist sowieso ein Begriff in der Kante hinten. Wir haben ja Peugeot schon sehr, sehr lange dort. Von daher, unser Slogan, wie macht der Müller das, können wir hier auf jeden Fall mit anbringen bei Skoda, weil hier machen wir es dann auch einfach. Ja, macht's hier. Okay. Genau, der Müller macht's. Gut, aber schon sehr lange. Das heißt, ihr seid wirklich alt eingesessen. Ja. Zeig nochmal bitte das Angebot, dass wir es gerade nochmal durchgehen. Du hast es da, also für Endkunden, also wenn der Endkunde jetzt genau nachrechnet, wird er merken, er zahlt glaube ich 8-9 Euro mehr im Monat. Das liegt aber daran, dass ihr von dem Volkswagen-Konzern von der Finanzierung nochmal ein anderes Angebot kriegt für Gewerbekunden. Das ist leicht runter, oder? Genau, richtig. Gewerbekunden werden dahingehend immer ein bisschen bevorzugt, wobei ich meine jetzt die paar Euro ist jetzt nicht der große Unterschied. So, wichtig sind 5 Jahre Garantie. Also wenn man das vergleicht, oft muss man ja beim Leasing Zusatzgarantien bei 4 Jahren abschließen, die denn nicht mit drin sind. Was passiert denn so Kunden, die nur 2 Jahre Garantie haben und haben einen 4-Jahres-Leasing-Vertrag? Man sollte da schon die Garantie verlängern, oder? Verkehrt ist eine Garantie grundsätzlich nie. Ich meine, das ist natürlich wie jede Versicherung auch. Entweder man braucht sie irgendwann oder man braucht sie nicht. Ihr habt 5 Jahre. Genau. Ist das nur so eine... Was heißt nur? Ist das jetzt so eine Zusatzgarantie oder ist das eine Werksgarantie? Die ist analog der Herstellergarantie, also die 5 Jahre sind voll. Original. Das heißt, das Navi, wenn es kaputt oder hier das Display, wenn es kaputt geht, ist mit drin. Genau, richtig. Alles mit drin. Ja. So, das heißt, außer vielleicht die Bremsen. Und das kann man auch noch abwickeln dann über eine Servicepauschale. Ihr habt immer mehr Kunden, die Servicepauschalen machen, oder? Das heißt, genau, richtig. Also es geht den Kunden halt darum, dass sie ihre Kosten monatlich im Blick haben, dass sie da keine weiteren großen Beträge ausgeben müssen. Dafür ist so eine Servicepauschale, Wartung, Inspektionen, die ganzen Geschichten sind dafür natürlich ideal. Weil man halt genau weiß, okay, mein Auto kostet mich monatlich das an Leasingrate, das an Versicherung, das an Sprit und das an Wartung und damit bin ich gewaschen und gekämmt. Sehr schön. Also wenn ihr nach Losheim kommt, das liegt im Saarland, das Saarland liegt in Deutschland, ziemlich westlich, muss ich auch dazu sagen. Und ihr habt Kunden aus ganz Deutschland, die das sehen. Wenn ich jetzt aus Hamburg komme, will das Angebot haben, darf ich mit diesem Auto, wenn ich die, ich sag mal, 5-Jahres-Garantie habe, auch zum Hamburger Skoda-Händler meinen Service machen lassen? Selbstverständlich. Also die Garantie ist nicht eine, eure Garantie. Nee, ist eine Skoda-Garantie, also die ist europaweit auch einzulösen. Sind das Reimporte hier oder sind das für den deutschen Markt bestimmte Autos? Genau, das sind mal Fahrzeuge, die für den deutschen Markt produziert worden sind. Mit Reimporten haben wir nichts am Hut. Gott, ihr seid Original-Skoda-Händler, so wie es ist da. Ja, komm, wir zeigen mal gerade das Menü, da hat sich einiges getan, denn das Ganze ist so oder so ähnlich. Ein bisschen kleiner ist das Display, gell? Genau, 1,2 Zoll kleiner, war dabei jetzt hier, glaube ich. Das Menü ist gleich, oder? Auffällt. Das Menü ist gleich. Menüform ist die gleiche, genau. Okay, das ist da. Assistenz ist mit drin, Radio DAB Plus? Serienmäßig, ja. Sollen wir mal gucken, ob wir davon kriegen. Mal gucken, Radio.
dass wir das da haben, Sender. Das heißt, ihr habt eine Senderliste mit drin. Genau. Das Ganze geht vollautomatisch. Man kriegt ganz, ganz viele Sender in bester Qualität. Das ist jetzt sehr mäßig eingebaut, war ja früher mal aufpreispflichtig mit drin. Das ist heute nicht mehr so, oder? Also Skoda geht Gott sei Dank schon seit langem hin und macht den digitalen Radioempfang serienmäßig mit rein, weil viele andere Hersteller tun dafür noch 200 Euro oder 300 Euro verlangen, weil ich nicht zeitgemäß finde. Genau, das heißt ab Werk jetzt auch Pflicht, muss man dazu sagen, genau. Hier oben im Brillenfach. Also alles mit drin, SOS-Taste, was kann die? Im Falle eines Notfalls wird er, oder beziehungsweise eines Unfalls, sobald ein Airbag auslöst oder einer der Crash-Sensoren im Fahrzeug, wird automatischer Notruf abgesetzt, damit man da auch Hilfe schnellstmöglich bekommt. Da muss ich das Auto mal nicht koppeln mit Bluetooth oder Handy. Das hat eine SIM-Karte mit drin? Dann? Genau, richtig, ja. Also okay. Eine eingebaute SIM-Karte, die auch nur für diese Funktion dann in dem Fall zugreift. Versucht auch auf alle verfügbaren Netze zuzugreifen. Immer. Und kann Leben retten. In dem ich habe eine große Bitte, wenn du mal kurz vorne öffnen könntest. Ich weiß, die meisten interessiert der Motor herzlich wenig, weil die haben ja wenig mit Service zu tun. Aber wir schauen uns das Ganze mal an. So sieht ein Scharnier aus. Drei Zylinder. Wahrscheinlich kann ich da jetzt zwei Motoren einbauen. Nein, okay. Erfüllt. Ganz gut ausgefüllt. Serviceintervalle, wie sind die? Der erste Service wird fällig nach 2 Jahren oder 30.000. Das kommt immer ein bisschen auf die Fahrleistung an. Und dann nochmal jährlich. Das heißt, während der Leasinglaufzeit werden es im Schnitt 3 Inspektionen und je nach Fahrleistung 2 Ölwechsel. Und habe ich jetzt gesehen. Also was üblicherweise, ich sag mal, anfällt, hängt auch von der Fahrleistung ab. Wenn jetzt jemand nur 30.000 Kilometer fährt, dann ist er vielleicht nur zweimal bei euch, oder? Genau, richtig. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie viel man auf der Straße unterwegs ist und wie man das Fahrzeug beansprucht. Das war ja früher mal jährlich. Jetzt sind 2 Jahre. Das heißt, die trauen den Fahrzeugen mehr zu? Genau, also Skoda weiß, was sie da bauen. Also von daher, die brauchen die Autos erst nach 2 Jahren nochmal zu sehen und zu inspizieren, weil das alles seine Qualität und seine Robustheit hat. So, also ich fasse zusammen. Der neue Skoda Fabia 4 mit einem 3-Zylinder, wirklich extrem sparsamen Motor, der so um die 5 Liter nur verbraucht, genau. Also der aber trotzdem geht durch den Turbo. Genau, durch den Turbo entwickelt der ein schönes Drehmoment, was also das, ja, wir haben ja eben schon mal über das Gewicht gesprochen, also die 95 PS reichen völlig aus, um auch ein bisschen flotter von A nach B zu kommen. Full LED, das heißt, auf der Autobahn sieht nicht jeder sofort, dass ich die günstigste Version gewählt habe. Ja, ganz genau. Also allein schon optisch machen sie was her und wenn es dann wirklich dunkler wird, dann hat man taghelles Licht. Ja. Und das ist natürlich auch nochmal ein Punkt, ja, der die Sicherheit mitbringt. Und, ja, Kunde natürlich. Kann aber noch ein bisschen was dazu bestellen. Aktiver Tempomat, also Abstandstempomat geht auch. Auf genau, Wunsch. Ja. Genau, auf Wunsch. Wie gesagt, wir haben das Fahrzeug jetzt mal so ins Angebot gepackt, was unsere Kunden bestellen. Natürlich lässt sich das variieren. Wir haben ein paar auf Lager, wir haben ein paar vorbestellt, die schneller verfügbar wären. Wenn ein Kunde natürlich sagt, ich habe meine Wünsche, dann sind wir bei den 5 bis 6 Monaten, die der Mirko eben gesagt hat, aber dann können wir es. Achso, ihr habt schon welche im Vorlauf? Wir haben schon welche im Vorlauf, die natürlich dann auch zügiger da sind. Schöne Farben? Ja, ganz viel verschieden. Wir haben das Race Blau zum Beispiel, wir haben ein schönes Graphitgrau, Moon Weiß, ein Rot haben wir dabei. Also für jeden Geschmack, denke ich, sind wir da gut aufgestellt. Also Wahnsinnsangebot. Das heißt ein Sondermodell, nicht irgendeins, für 179 Euro. Mach nochmal eins weiter bitte. 135 Euro für Gewerbetreibenden zuzüglich Mehrwertsteuer. Genau. Das gilt auch für Freiberufler, also für alle, die mit dem Begriff Gewerbetreibende etwas anfangen können. Und das ist ja wirklich ein tolles Angebot. Das heißt 135 Euro und ich kriege wirklich ein tolles Fahrzeug aus dem Volkswagen-Konzern. Ganz genau. Wir haben hier, wie du eben gesagt hast, schon die Größe von einem VW Polo. Ja, 135 Euro monatlich ist, denke ich, für jeden Arbeitgeber zu verkraften. Da kann man auch mal vielleicht einem Mitarbeiter statt einer Gehaltserhöhung einen Dienstwagen an die Hand geben. Ja, Wartung und Verschleißpaket, die gibt es natürlich auch für die Gewerbetreibenden, sodass wir hier auch die Kosten im Überblick halten und die monatlichen Gesamtkosten von so einem Fabia. Das ist ja auch Sinn und Zweck von Skoda oder der Wunsch von Skoda, dass die Gesamtkosten niedrig gehalten werden. Das heißt auch für Versicherungen, Steuern etc. Auch da wird nicht viel fällig. Ja, Fahrzeug ist sehr leise. Wenn ich Interesse habe, deine Rufnummer? Die 06872 600739. Ansonsten einfach googeln Skoda und Losheim am See. Genau. Gibt ja noch ein Losheim, aber da gibt es hoffentlich keinen Skoda-Händler. Wir hoffen es auch nicht, ja. Also hier sind wir. Müller macht's und dein Name komplett? Alan? Alan Zabinski und mich erreiche unter der Nummer 06872 600734. Ja, und Mirko? Schuler. Schuler. Und hier steht er, unser Sondermodell Tour.
mit allen drum und dran. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir drehen übrigens heute am 2. März 2022 ein aktuelles Angebot, solange Vorrat reicht. Ja, also in die Hufe und Fahrt nach Losheim oder nach Saarlouis. Tschüss, danke.